Karte zu zeigen. Herr Stadler, bitte. Und wenn Sie eine Karte zeigen wollen, dann bitte. Ja, Frau Präsidentin, dann werde ich jetzt auch laufend blaue Karten bringen, dass Sie gleich sehen, dass Sie bitte in meine Richtung schauen. Die Frau Infeld hat der EPP vorgeworfen, das sei Heuchelei. Was ist das für eine Heuchelei, wenn man einen Tagesordnungspunkt verlangt, Nichtdiskriminierung der sexuellen Rechte und reproduktiven Gesundheit und in Wahrheit eine Kampagne gegen die spanische Regierung hier abführen möchte? Ist das nicht Heuchelei? Was ist das für eine Heuchelei, wenn man sagt, die Armutsbekämpfung in Spanien sei das der Grund für Abtreibung? Anstatt den Frauen Hilfe anzubieten, bietet man ihnen Abtreibung an. Ist das nicht Heuchelei? Was ist das für eine Form der Heuchelei, wenn man hier eine Debatte haben möchte, die Kommission vor den Zug spannen möchte, in Wirklichkeit aber nur die Niederlage, die zweimalige Niederlage beim Estrela-Bericht bei diesem Skandalösen ausmerzen möchte? Ist das nicht Heuchelei? Es ist mindestens so heuchlerisch, wenn Sie der EPP eine Heuchelei vorwerfen. Ich verlange, dass das Grundrecht auf Leben in erster Linie geschützt wird. Das schützenswerte Grundrecht auf Leben, das ist das fundamentalste Grundrecht. Wenn Sie von Grundrechten reden, dann reden Sie zunächst vom Grundrecht auf Leben, von jenem Wesen, das sich nicht wehren kann, vom ungeborenen Bürger. Das ist das fundamentale Grundrecht. Das sollten Sie sehen. Monsieur Stadler, la parole est à Madame Morin-Chartier pour deux. Ja, danke, Herr Stadler. Frau Morin-Chartier, 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich zunächst beim Kommissar bedanken. Er hat die Debatte richtig aufgestellt, auch wenn wir uns jetzt davon etwas entfernen. Das Recht auf Gesundheit ist ein Grundrecht. Das muss